Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin die Feli von Happy Hippocampus und wenn du überlegst, ob du Medizin studieren sollst oder vielleicht schon Medizin studierst und aber nicht so genau weißt, okay, was kommt jetzt auf mich zu, was brauche ich denn alles für Eigenschaften, um das Medizinstudium meistern zu können, dann bist du hier genau richtig. Ich teile nämlich heute mit dir 4 Eigenschaften, die du fürs Medizinstudium mitbringen solltest. Los geht's! Eigenschaft Nummer 1. Du solltest bereit sein, viele, viele Stunden ins Lernen zu investieren. Wenn du Medizin studieren wirst, dann wirst du viele Stunden am Schreibtisch verbringen, in der Bibliothek, wenn du ein Gruppenlerner bist, vielleicht in der Lerngruppe. Und dessen solltest du dir bewusst sein und auch bereit dazu sein. Ich finde, die Hauptherausforderung vom Medizinstudium ist gar nicht mal, dass der Stoff so kompliziert ist, der Lernstoff, sondern eher die Stoffmenge. Einfach, dass es so viel ist, was man auswendig lernen muss. Und ja, dessen solltest du dir bewusst sein. Und logischerweise braucht man eine gewisse Leistungsfähigkeit, um das Medizinstudium bewältigen zu können und den ganzen Lernstoff sich einprägen zu können. Eigenschaft Nummer 2, du solltest gut lernen können. Was meine ich damit? Vielleicht bist du jemand, der sich die Sachen einmal durchliest und dann hast du sie sofort drauf und ja, das geht einfach rein wie Butter und du musst gar nichts weiter tun. Vielleicht hast du dir in der Schule schon immer total leicht getan und wenn es bei dir so ist, kann ich nur sagen, Top-Voraussetzung fürs Medizinstudium, richtig gut. Und wenn es bei dir nicht so ist, ist es auch völlig in Ordnung. Wir sind nicht alle solche, ja, Leichtlerner, sage ich mal. Und wenn es bei dir nicht so ist und du vielleicht von Natur aus, ja, nicht ganz so leicht lernen kannst, dann solltest du aber zumindest wissen, wie du leicht lernen kannst, also welche Techniken du anwenden kannst. Und ja, wovon spreche ich hier? Ich spreche von Gedächtnistechniken. Denn unser Gehirn mag es nun mal nicht, irgendwelche abstrakten Fachbegriffe sich zu merken, irgendwelche anatomischen Fachbegriffe und Zusammenhänge und irgendwelche Formeln in Physik, sondern unser Gehirn mag lieber Bilder, es mag Geschichten, es kann sich Räume gut merken und genau das kannst du dir zunutze machen. Und deshalb ist mein Tipp, eigne dir diese Gedächtnistechniken an, wenn du sie nicht sowieso schon anwendest. Also ja, meine Lieblingsmethode ist die Gedächtnispalastmethode oder Loki-Methode auch genannt. Wir haben ganz viele Videos dazu schon gedreht. Die sind hier auf YouTube, schau sie dir gerne an. Und ja, wenn die Hürde für dich da noch ein bisschen groß ist, dir selber Gedächtnispaläste zu bauen, dann kannst du auch gerne bei unseren Lernpaketen auf www.happyhippocampus.com vorbeischauen. Wir bauen nämlich Gedächtnispaläste für dich und Eselsbrücken und präsentieren sie dir sozusagen auf dem Silbertablett in Form von Merkvideos. Also, die zweite Eigenschaft, du solltest gut lernen können oder zumindest wissen, wie du es schaffst, deinem Gehirn die Sachen gehirngerecht zu servieren. Eigenschaft Nummer 3, es sollte dir nichts ausmachen, vorgeschriebene Sachen umzusetzen und ja, auch mal Dinge umzusetzen, die du selber für nicht besonders sinnvoll hältst. Ja, es gibt einige Fächer, die die einen oder anderen von uns für nicht so sinnvoll halten, dass man da jeden Stoffwechselweg im Detail auswendig können muss und du solltest einfach ja, bereit dafür sein, die Sachen trotzdem zu lernen, auch wenn du weißt, okay, im späteren Berufsalltag werde ich es jetzt wahrscheinlich nicht mehr brauchen. Und es sollte dir, wenn du Medizin studieren möchtest, nichts ausmachen oder du solltest zumindest damit klarkommen, dass dir Sachen vorgeschrieben werden und du die einfach umsetzt. Denn das Medizinstudium ist, finde ich, ziemlich verschult und da wird nicht von dir erwartet, dass du Sachen großartig hinterfragst oder dir neue Sachen ausdenkst. Also es ist nicht besonders viel Raum für Kreativität, sondern es ist eher so, dir werden die Sachen vorgesetzt, und du sollst sie dann in der Prüfung parat haben. Wo du aber deiner Kreativität natürlich freien Lauf lassen kannst, das ist beim Lernen, wenn du mit Gedächtnistechniken lernst, wenn du dir Merkgeschichten ausdenkst, wenn du dir Gedächtnispaläste baust. Und das ist ein Weg, der für mich auch gut funktioniert hat, wo ich Kreativität
in mein Medizinstudium und in mein Lernen reinbringen konnte. Und vielleicht ist das auch was für dich. Eigenschaft Nummer 4, die du mitbringen solltest, ist Durchhaltevermögen. Das Medizinstudium dauert 6,5 Jahre laut Regelstudienzeit und viele nehmen sich dann auch noch mal ein oder 2 Semester länger für die Doktorarbeit. Und es ist schon ein Wort. 6,5 Jahre, das ist schon ein Zeitraum. Und das sollte dir bewusst sein, dass es einfach dauert, bis du da mal fertig bist. Und nach dem Medizinstudium ist es ja so, wenn du eine Facharztausbildung machen möchtest, dann dauert die noch mal weitere circa 6 Jahre. Und dessen solltest du dir bewusst sein. Und ja, ich kann dir aber sagen, so schlimm ist es gar nicht. Währenddessen, man lebt einfach so von Semester zu Semester im Studium. Bei mir war es zumindest so und ich habe mir jetzt nicht großartig gedacht, boah, wie lange noch. Ich habe es eigentlich eher genossen, dass man sich nicht großartig Gedanken machen muss und dass es einem schon vorgegeben ist, welche Kurse man jetzt zu belegen hat und welche Prüfungen anstehen. So, das waren die 4 Eigenschaften, die du mitbringen solltest, wenn du Medizin studieren möchtest oder wenn du vielleicht schon Medizin studierst. Ich wiederhole nochmal ganz kurz. Erstens, du solltest bereit sein, viel, viel Zeit ins Lernen zu investieren. Weit mehr als in anderen Studiengängen zum Teil erforderlich. Eigenschaft Nummer 2, du solltest gut auswendig lernen können, beziehungsweise wissen, wie du gut auswendig lernen kannst. Zum Beispiel mit Hilfe von Gedächtnispalästen. Eigenschaft Nummer 3. Du solltest okay damit sein, Sachen zu tun, die du selber vielleicht nicht für besonders sinnvoll hältst. Also Inhalte zu lernen und Prüfungen zu schreiben, wo du selbst vielleicht nicht hundertprozentig dahinter stehst. Und Eigenschaft Nummer 4. Durchhaltevermögen. Das Medizinstudium dauert 6,5 Jahre oder länger und ja, das ist schon eine Weile. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen aus diesem Video und wenn du anfängst, Medizin zu studieren, würde ich mich total freuen, wenn ich dich begleiten darf. Deshalb abonniere gerne unseren YouTube-Kanal Happy Hippocampus, klick auf das Glöckchen auch noch, dann wirst du immer benachrichtigt, wenn wir neue Videos hochladen. Auf unserer Homepage kannst du dich außerdem kostenlos in unseren Newsletter eintragen. Und folg uns auch gerne auf Instagram, da gibt es immer mal Posts und Neuigkeiten rund um das Medizinstudium. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag, einen super Start in dein Medizinstudium und alles Gute. Bis bald. Ciao.